Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Willkommen zu Die Gilde 3, ein Lebenswirtschaftssimulationsspiel, aber auch viel Rollenspiel dabei. Seit 2017 ist dieses Spiel schon in der Early Access Version, aber seit heute, ja, der Full Release, endlich, aktuell die Version 1.01. Ja, seit 2017 besitze ich auch schon dieses Spiel. War aber bisher leider nicht spielbar, dieses Spiel. Umso mehr freue ich mich, dass dieses Spiel endlich fertig geworden ist. Es hat schon ja einige Entwicklerteams durch, aber es ist wohl fertig geworden und ich habe mega Bock drauf, mir das zusammen mit euch anzuschauen. Deshalb starten wir ein neues Spiel, würde ich sagen. Schauen uns das zusammen an. Ein neues Spiel, ja. Wir können uns eine Stadt aussuchen. Also ich muss dazu sagen, ich habe die ersten beiden Teile sehr viel gespielt damals. Und kann vielleicht das eine oder andere gut erklären, hoffentlich. Schauen wir mal. Was für eine Stadt nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen Köln. Ich selber komme aus NRW. Köln wird mich jetzt am ehesten ansprechen. Köln, ja. Was können wir hier einstellen? Wir können den Schwierigkeitsgrad aussuchen. Ja, den lassen wir mal auf normal. Wir können ihn auch auf schwer und unmöglich machen. Okay, nee, das wollen wir nicht. Wie viele Jahre sollen eine Runde sein? Zwei oder ein Jahr? Ich persönlich würde, glaube ich, auf 1 gehen. Ja. Und den Spielmodus auf Armer Schlucker. Das heißt, als Armer Schlucker startet ihr mit nur wenigen Talern und den untersten Titel in einem Dorf. Ihr müsst hart arbeiten, um Taler zu verdienen und irgendwann den Bürgertitel zu erlangen, mit welchen ihr dann in die Stadt einziehen könnt. Also ihr seht schon, wir bräuchten den Bürgertitel, um hinterher in die große Stadt Köln einziehen zu dürfen. Wir werden wahrscheinlich erstmal am Rande dieser Stadt starten. Das schauen wir uns aber an. Aber ich würde sagen, wir nehmen Armer Schlucker und Familienkampagne. Ah, okay. Wir können das freie Spiel nehmen. Das ist wohl jedem bekannt. Und hier dieses Werdet Landsherr, das ist eigentlich so das Klassische, was man in diesem Spiel spielt. Werdet mit einem eurer Dynastiemitglieder Landsherr und haltet diese Position für eine volle Runde, um das Spiel zu gewinnen. Und genau das wollen wir eigentlich auch machen. Es gibt auch den Kriegstreiber, Fernhändler, also es gibt einige Sachen, die man so spielen kann. Dieses Spiel kann man auch im Mehrspielermodus spielen, was auch sehr interessant und lustig ist. Habe ich auch schon viele Stunden mit verbracht. Ja, wir starten so. So wie es ist, starten wir. Und hier können wir unseren Namen, das passt schon mal, Tobi. Familienname nehmen wir Pixel. Das passt auch. Ich habe einmal nochmal kurz vor dieser Aufnahme reingeschaut, ob es auch wirklich die Version 1.0 ist. Es ist auf jeden Fall so. Wir können eine Religion aussuchen. Wir können die Katholiken nehmen oder die Christen. Mir persönlich ist es da eigentlich egal. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Christen hier. Ich weiß auch nicht, was das ausmacht. Also werden wir mal vielleicht mit der Zeit sehen. So, und das Starttalent. Wir können entweder den Bauern nehmen, den Obstbauern, den Fischer, den Grobhandwerker, okay, den Kesselflicker, den Töpfer, Kräuterkundler, Prediger, den Bader. Was ist denn der Bader? Bader sind gern gesehene Zahnreißer, Haarschneider und nun Bader. Ah, okay. Den Räuber. Also mit Räuber zu spielen ist verdammt schwer. Das ist wirklich schwer. Macht aber auch Spaß als Räuber. Den Totengräber oder den Spielmann. Also ich persönlich bin im privaten Leben Handwerker, deswegen würde ich diesen Grobhandwerker nehmen, der wird mich jetzt so ein bisschen ansprechen. Das heißt, wir werden... Ah, okay. Grobhandwerker
Unfreier. Das ist wahrscheinlich unser Titel, Unfreier, am Anfang. Wir können am Anfang eine Grobhandwerkerhütte bauen, also quasi unseren eigenen Betrieb. Da drin haben wir am Anfang drei Sachen, die wir produzieren können und weiterverkaufen können. Wir können Eisendolche und einen einfachen Waffengriff machen. Okay. Hier rechts können wir männlich, weiblich, wir bleiben bei männlich. Habt ihr mir etwas, was wollt ihr? Habt ihr mir etwas anzubieten? Wir können die Stimme ändern, okay, den Körperbau. Oh, wir können das sehr, sehr kräftig. Oder halt nochmal, ja, okay, nehmen wir das einfach. Gesicht. Ja, es muss schon ein Vollbart sein, ne? Viel Haare im Gesicht. Ja, den nehmen wir. Eine Gewandung. Ah, okay. Dann nehmen wir mal eher so den Handwerker, ne? Ist das der Handwerker? Ne, der sieht eher aus wie so ein Bauer, oder? Also der sieht doch ganz... Nee. Oh, der sieht aus wie so ein Räuber. Der sieht doch ganz normal aus. Ja, den nehmen wir hier. Auch wenn er nicht aussieht wie ein Handwerker, aber den nehmen wir einfach. Haarfarbe. Irgendwie ändert sich da gar nichts, oder? Hm. Hier können wir Eigenschaften, wir haben Attributspunkte, die können wir vergeben. Der macht das alles, teilt das alles gleichmäßig auf. Und so würde ich es auch erstmal lassen. Kraft, Geschick, Klugheit, Aufmerksamkeit und Charisma. Charisma ist auch sehr, sehr wichtig. Aber das werden wir mit der Zeit erfahren. Ja, ich würde sagen, wir starten das Spiel und sehen uns nach dem Ladebildschirm wieder. Willkommen zu Die Gilde 3, einer Wirtschaftssimulation und Rollenspiel im Spätmittelalter. Ihr übernehmt die Rolle einer Person in diesem historischen Szenario, jedoch seid ihr nicht einfach Teil der Geschichte. Ihr werdet eure eigene Erfolgsgeschichte schreiben. Euer Startcharakter, der Avatar, wird im Laufe des Spiels altern. Also solltet ihr jemanden zum Heiraten und Kinder bekommen finden, damit ihr mit einem Erben weiterspielen könnt. Ihr habt die normale Schwierigkeit gewählt. Das Spiel ist dadurch ein wenig einfacher, bis ihr den Titel Bürger erreicht habt. Ihr habt euch dazu entschlossen, die Rolle eines mehr oder weniger armen und unerfahrenen Charakters zu übernehmen, der die Stadttore gerade erst erreicht hat. Ihr werdet hart dafür arbeiten müssen, um das Bürgerrecht zu erlangen und in der Stadt wohnen und arbeiten zu dürfen. In den freien Städten, so heißt es, kann jeder sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Eure Eltern waren Bauern, die auf den Feldern ihres Herrn nahe der Stadt hart schuften mussten. Niemand in der Stadt verschwendete auch nur einen Gedanken an die armen Leute, die dort lebten und versuchten, sich mit allerlei niedrigen Arbeiten durchzuschlagen. Ihr schworet vor Gott, dass ihr eines Tages diese Stadt beherrschen werdet. Ja. Ja, da sind wir wieder. Der Erzähler hat uns ja schon vielleicht einiges erklären können. Wir werden in diesem Spiel ja auch altern. Das heißt, aktuell sind wir 18. Hier unten links sieht man das. Aktuell sind wir 18 Jahre. Werden mit der Zeit altern und auch irgendwann sterben. Bis dahin müssen wir eigentlich für Nachwuchs sorgen. Das heißt, wir müssen ja irgendwann mal eine Frau und Kinder bekommen. Das werden wir aber mit der Zeit machen. Als erstes müssen wir... hier ist unsere Wohnung. Wir haben schon eine Wohnung. Die ist aber außerhalb Kölns. Wir gucken mal, wo Köln ist. Köln ist... ja, das ist Köln hier, ne? Wir gucken mal. Ja, das ist Köln hier. Hier ist der Dom, oder... hier ist die Domkirche. Das ist der Dom, ja. Die Stadtmauern. Unser Ziel ist es, irgendwann mal hier in dieser Stadt ein eigenes Haus zu haben, einen eigenen Betrieb vielleicht, oder auch mehrere Betriebe. Und ja, das ist so unser Ziel erstmal. Hier gibt es eine Bäckerei, sehe ich gerade. Cool.
Oh, was, wie schön das eigentlich aussieht hier, oder? Man kann auch ein bisschen näher rangehen. Ja, ist ja cool. Also hier ist auch nochmal Köln wahrscheinlich, ne? Das ist hier auch ganz cool. So, ja, aber wir... Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Es gibt... Hier zum Beispiel fängt Köln an, würde ich sagen. Das ist so die Hauptstadt. Hier gibt es ein Dorf. Gucken wir uns das mal an. Hier gibt es ein Dorf. Das ist so eine freie Stadt. Hier dürfen wir unseren eigenen Betrieb aufmachen. Aufbauen. Wo gibt es noch kleine Dörfer? Ja, hier wo wir sind zum Beispiel. Das ist auch ein kleines Dorf. Hier sind wir. Hier haben wir unsere Wohnung. Wir haben unsere Wohnung neben einem Bauern. Okay. Hier ist eine Mine. Das weiß ich nicht, was das ist. Hier gibt es eine Fischerhütte, okay. Eine Schlachterei. Und eine Kirche gibt es auch hier. Ein Friedhof, okay. Wie dieses Dorf hier heißt, das weiß ich gar nicht. Buch, was? Ach, hier ist Buchheim, okay. Ja, sehr cool. Das heißt, wir werden uns in Buchheim niederlassen. Wir werden da unseren eigenen Betrieb aufbauen, würde ich sagen. Wo gibt es denn jetzt noch andere Dörfer? Da unten. Da gucke ich einmal nochmal. Hier gibt es Kräuterhütten. Hier gibt es auch keinen Handwerksbetrieb, ne? Ne, in diesem Dorf gibt es auch keinen Handwerksbetrieb. Hier hätten wir auch unseren Betrieb aufbauen können. Dieses Dorf heißt Urbach. Okay, hier ist Urbach. Das hier ist Deutz. Das kennt man wohl. Deutz kenne ich. Hier ist es. Das ist die Altstadt. Das ist die Altstadt. Und das hier ist nördliche Vorstadt. Hier ist südliche Vorstadt. Okay. Ja, auf jeden Fall, das ist die Vorstadt. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder in unseren Dorf, wo wir uns ja niederlassen wollen. Wir haben aktuell 3000 Taler. Und 100 Einfluss. Wie das mit dem Einfluss ist, kann ich gerade nicht wirklich sagen, aber wir brauchen auf jeden Fall hinterher Einfluss, um höhere Titel zu bekommen. Gut, wir sind jetzt hier in Buchheim und gucken mal, wo wir... Ach da, ein neues Gebäude bauen. Wir können aktuell nur eine Grobhandwerkhütte bauen für 1250. Und unser Betrieb heißt... Ausbildung unnötig. Ja, das ist doch der richtige Betrieb, wo man arbeiten möchte, oder? Ausbildung unnötig. Ja. Ausbildung unnötig. Den werden wir hier... Komm, den setzen wir hier neben dem Baum. Ja, wir wollen das Gebäude bauen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Es ist so, dass hier dieser Marktplatz ist. Da können wir schon mal hingehen. Auf diesem Marktplatz werden wir Rohstoffe kaufen und den quasi in unseren Betrieb veredeln und den dann wiederum wieder teurer hier am Marktplatz verkaufen. Ob wir den jetzt hier in unserem Dorf verkaufen, diese Produkte, oder kaufen, oder auch halt hier in den anderen Dörfern. Das liegt halt dann am Preis, ne? Der, wer uns am meisten Geld gibt, da verkaufen wir. Natürlich dauert das auch sehr lange, bis wir hier unten sind. Deswegen muss man sich das überlegen, ob sich das überhaupt lohnt, für ein paar Taler mehr nach unten zu laufen. Und ich sehe gerade, dass mit unserer Handwerkerhütte, das geht... Oh, das ging echt relativ schnell, ne? Hübsch ist sie geworden, oder? Sieht sehr gut aus. Mein Herz kann meine Aufregung kaum verkraften. Was? Ihr seid meine Liebste. Wer erzählt denn da? Da ist einer am Flirten oder was? Der Kerl ist erstmal am Flirten, okay. Nee, unsere Grobhandwerkerhütte ist fertig. Sieht ganz gut aus. Ein Schieferdach. Das sieht doch echt klasse aus. Was ist hier? Ach, hier ist der Ofen, okay. Hier werden wir wahrscheinlich Sachen... schmelzen, schmieden, wie auch immer. Gut, dann gucken wir uns das mal an hier. Das ist das Menü von unserem Gebäude. Ich werde mal ein bisschen leiser machen. Wir können
Arbeiter einstellen, die für uns arbeiten. Aktuell nur zwei, also maximal zwei. Wir können auch einen Fuhrmann einstellen oder eine Fuhrfrau, die für uns einen Karren durch die Gegend fährt. Die würde dann quasi oder der würde dann quasi für uns zum Marktplatz fahren und dort Sachen einkaufen und dann wieder zurückkommen und einlagern, sowie die fertigen Produkte auch am Marktplatz verkaufen. Der kostet allerdings Geld im Jahr, glaube ich. Also der kriegt natürlich auch ein Gehalt, die Arbeiter natürlich auch. Die arbeiten ja hier nicht umsonst. Wir versuchen das erstmal am Anfang alleine zu machen. Wir werden uns die Rohstoffe selber besorgen und dann selber veredeln. Und hier links sehen wir, was wir produzieren können. Das mit dem Schloss davor, das können wir erst herstellen, wenn wir diese Grobhandwerkerhütte 2 haben. Aber bis wir unsere Hütte aufwerten, dauert noch. Da müssen wir noch so einiges an Talern verdienen. Wir können Eisen herstellen. Eisen stellen wir ganz klar klassisch aus Eisenerz. Kennt man. Dann können wir daraus, wenn wir Eisen haben und Flachs, denn Flachs können wir wahrscheinlich auch am Marktplatz kaufen, können wir so einen einfachen Waffengriff bauen. Und wenn wir diesen einfachen Waffengriff haben, können wir ein Dolch herstellen. Ein Dolch bräuchte dann noch zusätzlich ein Eisen und ein Griff ergibt dann ein Dolch, den wir wiederum aktuell in Buchheim für 98 verkaufen können. Okay, da unten steht's. Okay, gut. Als erstes würde ich sagen, stellen wir Eisen her. Dafür kaufen wir erstmal so ein bisschen Eisenerz. Und gucken uns das mal an, wie das alles so klappt. So, wo sind wir denn? Das geht schnell. Ja, das hört sich doch gut an. So, das ist dieses Menü von diesem Marktplatz. Hier sieht man die aktuellen Preise. Wenn man zum Beispiel den Becher hier anschaut, der Becher wird gekauft. Also wenn wir jetzt Becher dort verkaufen würden, würden wir nur 9 Taler bekommen. Aber wenn man hier einen Becher kaufen würde für 14, also der macht ganz schön Geschäfte hier, der Kerl, ne? Wir wollen aber Eisenerz kaufen. Mal gucken, wie teuer das ist. Da ist Eisenerz. Die Altstadt verkauft den für 8. Okay. Ja, ich möchte Eisenerz kaufen. Wie funktioniert das? Ja. Ich bin der Meister. Ohne Fleiß? Wo war das denn? Wo ist denn unser Menü? Ich möchte jetzt eigentlich was kaufen. Achso, nee, so geht das gar nicht. Also ich möchte jetzt gerne Eisenerz eigentlich kaufen, aber jetzt muss ich erstmal herausfinden, wo unser... Oh, nee, das war verkehrt. Preise und Bedürfnisse können... Wir können die Preisentwicklung anschauen, okay, Bedürfnisse. Die, das ist alles so ein Angebot und Nachfrage, würde ich sagen. Stehen wir da irgendwie ein bisschen falsch? Das geht schnell. Ja, selbstverständlich. Aha. Ah, hier. Hier sind wir. Hier steht der Tobi. Der Tobi hat hier ein kleines Inventar. Der könnte quasi 40 Sachen nehmen, glaube ich. Und wir wollen erstmal Eisenerz kaufen. Das machen wir erstmal. Wir kaufen 40 Eisenerz für 8 das Stück. Jo, kostet 320. Okay, das machen wir. So, die Tasche ist voll. Dann geht's auf in unseren Betrieb. Ne, der ist hier unten. Ja, selbstverständlich. Dann müssen wir erstmal die Sachen einlagern und machen daraus ja Eisen, ne, würde ich sagen. Selbstverständlich. Wird erledigt. Da kann der auch rennen, der Kerl. Der läuft ein bisschen langsam, oder? Oh, was wachsen denn hier für tolle Blumen? Oh, umso näher man geht, umso unschöner sind die, ne? So, wir sind angekommen in unserem Betrieb. Bestellliste. Zieht Gegenstands- und Ma in die Liste, damit eure Arbeiter die Aufträge ausführen können. Ah, okay.
jetzt eine Bestellliste. Ja. Aber ich sehe gerade, in unserem Lager gibt es aktuell 6 Eisenerz und 3x Flachs. Da hätten wir gar nichts kaufen müssen. Aber ist egal. Wir lagern das alles ein. Und ich würde sagen, wir stellen Eisen her. Wie viel Eisen wollen wir herstellen? Ich würde erstmal sagen, machen wir erstmal 20. Das muss erstmal reichen. So. Und wie können wir... weil ich möchte ja gerne, dass wir selber das herstellen. Wir könnten... Oh, was habe ich gemacht? Nee, das... Blödsinn habe ich gemacht, ne? Aha. Nee. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Blödsinn gemacht. Ausbildung unnötig. So, jetzt gehen wir erstmal hier aus dem Menü raus. Jetzt bin ich erstmal gespannt, ob wir das von allein machen. Was gibt es? Was für das Problem? Ah, ist ohne Tätigkeit, ne? Wir müssen irgendwie das machen. Sich wiederholende Produktion, die Arbeit hat. Nein. Manuelle Produktion. Ach so, wir müssen wahrscheinlich ohne Tätigkeit. Können wir den nicht auf diese Arbeit hier ziehen? Es ist ein bisschen anders, muss man sagen, wie bei den anderen Teilen. Vorher war es so, dass man diese Arbeit hier auf den Mitarbeiter setzen muss. Produktion, Lager, Verkaufslager, Erweiterung, Info. Ja. Das ist eine gute Sache, ne? Wir könnten aber auch zusätzlich noch einen Arbeiter einstellen, oder? Was würde denn so ein Arbeiter überhaupt kosten? Arbeiter einstellen. Möchtet ihr einen neuen Arbeiter einstellen? Oder den Arbeitsplatz einem Familienmitglied zuweisen? Ne, Familienmitglieder haben wir leider noch nicht. Jemand mag euch. Was hat er jetzt gerade gesagt? Jemand mag dich? Hiermit könnt ihr einen neuen Arbeiter anheuern für 200. Wollt ihr einen neuen Angestellten in Ausbildung unnötig für ein Handgeld von 200 einstellen? Das Jahresgehalt hängt von der Erfahrung des Angestellten ab. Ja. Oh, wir haben einen. Oder wer ist das hier? Marktwart. Und der Gute stellt, wie ich sehe... Ja, tatsächlich, der stellt Eisen her. Wie cool ist das denn? Mich würde jetzt noch interessieren, wie ich selber, unser eigener Charakter, wie er in unseren eigenen Betrieb arbeiten kann. Oder kann er das nicht? Das ist ja blöd. Das muss irgendwie gehen. Das muss irgendwie gehen und das weiß ich. Mich ärgert es gerade, dass ich nicht weiß. Angestellte, die für dieses Gebäude angeheuert sind. Fuhrleute, Mitglieder eurer Dynastie. Nach Hause können wir den schicken, zum Marktplatz können wir den schicken. Kamera fokussieren. Nee. Gebäude verlassen. Ohne Tätigkeit. Ja, ohne Tätigkeit ist klar. Also ich glaube, wir wollen gar nicht arbeiten, ne? Wir haben gar keine Lust zu arbeiten. Das ist natürlich blöd. Gut, unser Mitarbeiter, der stellt jetzt gerade Eisen her. Und ich würde sagen, das geht schnell. Ich eile. Wir gehen nochmal zum Marktplatz und kaufen noch ein wenig Flachs ein, damit wir hinterher einige Dolche produzieren können. Und das Gute ist, sieht man hier gerade, der stellt hier das Eisen her. Bekommt dadurch auch Erfahrungspunkte. Wie, deine Arme tun weh? Was ist hier? Neue Aufgabe verfügbar. Neue Gelegenheit für einen Fernhandel verfügbar. Die Dynastie Heulinger hat einen neuen Titel erworben. Oha. Also es gibt ja auch Konkurrenten, ne? Hier bin ich. Ja. Ach hier. Okay. Oh weia, es sind gerade zu viele Informationen für mich.
wenn ich ehrlich bin. Ich möchte eigentlich nur... Ist was sicher. Gut. Das geht schnell. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen Flachs kaufen. Oh, was habe ich denn da eingegeben? So, ja, das möchte ich kaufen. Wir kaufen auch einfach mal 40, ne? Oh, aber ja, nee, 40. 40 muss reichen. Für 720. Nee, dann doch ein bisschen weniger, ne? Ich möchte ja nicht sofort pleite gehen. So, ja, das muss reichen. Alles klar. 359 haben wir ausgegeben. Jawohl. Das Blöde ist, dass, ja, aktuell hat unser Mitarbeiter Feierabend. Das sieht man hier. Der ist gerade am Schlafen. Das ist natürlich blöd. Deswegen hätte ich gerne, dass wir selber hier was herstellen. Aber hier bin ich. Sehr gut. Das muss ich noch herausfinden. So, den Flachs legen wir schon mal dahin. Wir können schon mal in diese Bestellliste, können wir schon mal einfacher Waffengriff machen. Da werden wir auch mal, ja, weiß ich nicht, 10 solche Griffe herstellen. Und ich sehe gerade, wir haben auch ein Verkaufslager. Das könnten wir quasi hier auch hier rausziehen. Denn wir müssen nicht unbedingt die fertigen Produkte oder was auch immer wir verkaufen wollen, an den Marktplatz bringen. Denn es kommen auch mal ab und an mal Leute hier bei uns vorbei in unserem Betrieb und kaufen auch direkt hier. Deswegen dieses Verkaufslager. Das können wir dann auch hinterher so ein paar Sachen hier reinziehen. Ja. Hier bin ich. Ja, aber das ist gut. Was ist? Ich möchte echt wissen, wie das Familienoberhaupt. Ich möchte gerne, was ist das denn hier? Entledigt euch eure Gegenstände, indem ihr sie hier reinzieht. Nee, nee, das möchten wir nicht. So, wir gucken mal. Erweitern. Wir können unser Gebäude erweitern. Oh, was passiert gerade? Mitternacht und alles in Ordnung. Ah, ein Jahr ist vorbei. Ein Jahr ist vorbei. Und wir sind immer noch im Menü von unserem Gebäude. Wir können quasi 600 Taler ausgeben, um einen weiteren Arbeitsplatz zu bekommen in unserem Betrieb. Okay. Verkaufsfläche. Wir können die Verkaufsfläche vergrößern. Brandschutz. Es kann nämlich auch mal passieren, dass unsere Gebäude abfackeln. Okay. Verkaufsslots, ist klar. Lagerfläche nochmal. Ah, okay. Fuhrknechte können wir erhöhen. Gebäudeschutz, Lagerslots. Produktivität können wir auch erhöhen. Das ist sehr, sehr teuer. Kundenzufriedenheit. Ah. Es ist so viel dabei bekommen. Das ist so cool. Mega, mega, mega. Gebäudezustand. Okay. Aha. So, Produktion. Hier bin ich. Na gut, ich muss noch herausfinden, wie wir selber Sachen herstellen. Das ärgert mich echt gerade. Richtig. gut. Ich würde aber sagen... 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Aha, es ist 1 Uhr morgens und es ist alles in Ordnung. Okay, sehr gut. Nee, so spät ist es noch nicht bei mir, aber... Ich würde sagen, das war's schon für in der ersten Folge hier bei Gilde 3. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben lassen. Dazu gerne auch einen Kommentar schreiben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und falls noch nicht passiert, gerne auch ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ja, ich lade euch gerne ein, auf meinen Discord-Server zu kommen. Schon einige von uns sind da. Ja, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt natürlich. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Bis dahin, bye bye.